Hallo und herzlich willkommen zurück hier in unserem Desert Park. Und ihr seht schon, ich bringe jetzt hier gerade die Dinosaurier alle erstmal rüber zur Oase, weil wir haben einfach noch viel zu wenig Futterspender. Die müssen wir heute in dieser Folge auf jeden Fall noch unterbringen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst, ja gut, wir wollen es ja natürlich auch so, dass wir hier so Hotspots und so haben. Aber ich glaube, selbst hier in der Oase werden wir noch mehr Futterspender benötigen. Aber sieht schon sehr, sehr cool aus, wenn hier die ganzen Pflanzenfresser schön am Grasen und so sind. Ihr habt wieder mega viele Namensvorschläge geschrieben, mega viele Kommentare. Erstmal vielen, vielen Dank dafür. Ich habe versucht, alles durchzulesen, habe auch soweit, glaube ich, alles überflogen und gelesen, zumindest so gut ich konnte. Die Kommentare, die ich gelesen habe, die habe ich geherzt. Also daran seht ihr das immer ganz gut. Und ja, ich habe mal so ein bisschen mehr aufgeschrieben, was ihr so als Tipps und Verbesserungsvorschläge hauptsächlich reingeschrieben habt. Ihr habt auf jeden Fall geschrieben, wir sollen unregelmäßigere Dünen machen, weil ich habe ja beim letzten Mal das alles relativ regelmäßig hier gemacht mit den Dünen und so. Und da bin ich auf jeden Fall mit euch d'accord, aber das ist ja auch erstmal so ein Grundriss hier mit den Dünen. Das werden wir sowieso alles noch ein bisschen überarbeiten, weil hier werden noch die ein oder andere Oase reinkommen. Dann habt ihr noch geschrieben, wir sollen ein paar Steine, ein paar Gräser irgendwie unterbringen. Da werden wir uns sicherlich auch noch was überlegen und Lücken lassen und nicht alles so mit Dünen übersehen. Das werden wir auch noch einbauen. Und nicht so viel glätten. Also ich soll auch mal ein paar steilere Dünen und so machen. Das habt ihr auch geschrieben. Das werden wir auf jeden Fall auch noch machen. Aber ich finde jetzt schon, der Grundriss für diese Wüste ist schon relativ cool. Also das gefällt mir schon ganz gut. Was noch jemand geschrieben hat, ist, dass der Eingangsbereich irgendwie nicht ganz so passend ist. Und wenn ich mir den nochmal so angucke, ich meine, ja, den könnte man, glaube ich, echt noch schöner machen. Ich glaube, das nimmt hier echt ein bisschen zu viel Platz weg und so. Und wenn ich so überlege mir das Ganze nochmal, wäre es irgendwie schön, wenn wir hier vorne, vielleicht könnten wir das Ganze auch noch ein bisschen nach hier ziehen und so ein bisschen in die Länge. So. Und wenn wir hier vorne noch irgendwie ein Innovationszentrum oder so unterbringen könnten, das wäre auch cool. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass wir das auch noch überarbeiten werden. Da bin ich auf jeden Fall mit dir. Wo ist denn das Innovationszentrum? Hier, ne? Da. Da bin ich auf jeden Fall mit dir auf einer Seite, sage ich mal. Also der Eingangsbereich, der gefällt mir mittlerweile auch nicht mehr so gut, muss ich sagen. Das da hinten, ja, das finde ich eigentlich ganz okay. Sieht ganz cool aus. Oh, wie viele Leute hier schon sind. Holy shit. Okay. Aber genau, ihr habt ganz viele Tipps und ganz viele Sachen geschrieben. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Und ich werde jetzt versuchen, in dieser Folge richtig viele davon umzusetzen. Aber Leute, bevor wir dazu kommen, kommen wir jetzt erstmal zur Namensvergabe. Wir haben ja letzte Folge 10 Dinos freigelassen, davor auch 2. Und die habe ich alle noch nicht benannt. Das müssten die Kasmos sein, die Diplos und die Spinoraptoren. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt hier einfach mal in der Oase bei den Kasmos an. Da haben wir als erstes, wir springen mal einfach so durch, zum einfachsten. Da haben wir als erstes Carmen. Als zweites haben wir Sebastian Uhl. Also kann ich nicht näher ranzoomen. Okay, jetzt. Das ist Sebastian Uhl. Dann haben wir, oh, legt sich gerade schlafen. Gute Nacht. Calypso, auch ein sehr schöner Name. Oh, wie süß der hier schläft. Dann haben wir Elena Tschernau. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und, ach, noch nicht zu guter Letzt. Wir haben ja 6 Stück. Patrick Müller haben wir noch. Und zu guter Letzt haben wir hier hinten die gute Sandy. Auch ein sehr schöner Name. Dann kommen wir zu den Diplos. Die sind alle hier vorne, inmitten der Oase. Hier sind einige Dinos tatsächlich. Die Spinos oder die Spinoraptoren laufen da auch gerade rum. Da haben wir als erstes Gamora. Irgendwoher kenne ich diesen Namen. Ich weiß nur gerade nicht, woher. Gamora. Ach, das ist von Guardians of the Galaxy, oder? Ich glaube schon. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn es stimmt. So, dann haben wir hier als nächstes im Dunkeln gerade Kira. Und als nächstes Mano. Auch ein sehr schöner Name. Und zu guter Letzt haben wir hier Pixel. Auch ein sehr, sehr schöner Name. Diplodocus ist auch ein echt toller Dinosaurier. Mag ich richtig gerne. Und jetzt haben wir noch die Spinoraptoren. Die treiben sich gerade hier hinten in der Oase rum. Aber schon schön, wie hier alle Dinos in der Oase sind, ne? So, da haben wir einmal Kylo Ren. Das müsste von Star Wars sein. Star Wars habe ich auch schon lange nicht mehr geguckt. Sehr, sehr cooler Name. Und Spyro. Der wurde sogar, glaube ich, zweimal vorgeschlagen. Also vielen, vielen Dank für diese tollen Namensvorschläge. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Und ich hoffe, ihr freut euch, dass ihr hier im Park verewigt seid. Und jetzt machen wir uns wieder so ein bisschen ans Bauen.
Tatsächlich muss ich, wenn wir jetzt hier anfangen wieder zu bauen, mir erstmal so einen groben Grundriss machen, was ich wo jetzt hinmachen will, weil es geht jetzt hier schon sehr aufs Finale zu. Also der Park ist jetzt schon so ein bisschen in der Fertigstellung und wir machen jetzt noch so ein paar Details. Und wir müssen natürlich noch ganz viele Futterstationen und sowas unterbringen. Also der Grundriss ist gesetzt, sage ich mal. Also das Grundgerüst steht, weil es ja, hängt ja eigentlich alles hier von diesem Fluss und dieser Oase ab. Die finde ich auch schon sehr gelungen, muss ich sagen. Da bin ich sehr zufrieden mit. Wie gesagt, den Bereich überarbeiten wir vielleicht nochmal. Aber ich mache mir jetzt erstmal so einen groben Grundriss, wie ich das Ganze handhaben werde. Also ich habe ja schon eigentlich alles stehen. Ich glaube, ich werde hier vorne. Ich habe den jetzt erstmal nur vorläufig gemacht. Aber ich glaube, ich werde hier vorne wirklich dieses ACU-Zentrum und die Ranger-Station unterbringen. Und das Gewächshaus. Oder was brauche ich denn noch? Ich weiß es gar nicht. Was brauchen wir denn an Betriebsgebäuden? Das Gewächshaus brauchen wir nicht zwingend. Könnten wir aber noch mit unterbringen. Wissenschaftszentrum brauchen wir nicht. Sicherheitszentrum brauchen wir eigentlich auch nicht. Innovationszentrum will ich vielleicht noch gerne machen. Ansonsten Ranger ACU. Forschungszentrum brauchen wir nicht unbedingt. Fossilienzentrum und Expeditionszentrum brauchen wir auch nicht. Also eigentlich reichen schon fast diese Gebäude. Aber wenn wir das machen, dann werde ich das Ganze auf jeden Fall hier auch wieder mit Rasen machen, weil ihr wisst ja, ich mag absolut nicht diese blöden Grasränder. Ich weiß, ich bin da wahrscheinlich so ein bisschen pingelig, aber. Oh ja, Menschen. Ich bin da ein bisschen pingelig, aber ja, ist halt leider so. Ich habe auch noch einen tollen Screenshot von jemandem eingeschickt gekriegt bei Instagram, wo man die Idee hatte. Die finde ich eigentlich sehr, sehr cool, die Idee. Man hatte die Idee, ich kann es euch kurz einmal. Dann machen wir es mal ganz kurz hier. Ich hoffe, ich kriege es jetzt auf die Schnelle hin. Da hatte man mit diesen Schienen. Ich weiß gar nicht, wie man das am besten macht. Wahrscheinlich so nah ran, wie es geht. Und dann, so, das ist jetzt hier nicht ganz so sauber, aber ich will es euch nur demonstrieren. Was ist denn hier die Kurve zu eng? Das gibt's ja nicht. Noch zu klein. Ah, so geht's. Okay, und dann baut man hier halt irgendwas unter. Und dann werdet ihr gleich sehen, was das Ganze darstellen soll. Sieht jetzt gerade wahrscheinlich noch ein bisschen strange aus. Ich will es euch nur mal eben zeigen. Weil ich weiß nicht, ob ich da so der Fan von bin. Wir hätten ja auch noch einfach einen Weg unterbauen können, ne? Sehe ich gerade. Moment hier, dass hier die Säule verschwindet. Und hier die Säulen verschwinden. Soll jetzt alles nicht schön sein, aber im Prinzip soll das Ganze ein Dach darstellen. Also hier unten würde man dann so Läden und so machen. Und das Ganze würde dann sozusagen eine Überdachung darstellen. Die Idee an sich finde ich sehr, sehr cool. Also sehr kreativ, sich sowas auszudenken. Aber ich weiß nicht, ob mir die Umsetzung so gefällt, weil es irgendwie so ein bisschen bescheuert ist, weil hier überall Lücken drin sind. Ist natürlich mal was anderes, ne? Man nutzt halt das, was man kriegen kann als Deko-Element. Aber ich weiß nicht, ob ich das in meinen Park einbauen möchte, weil ich finde es halt dämlich, weil hier einfach Lücken drin sind. Es ist halt kein richtiges Dach. Und dadurch macht das Ganze halt nicht wirklich Sinn. Wobei es echt cool aussieht, wenn man hier unter dann so einen Weg und sowas hat. Also es ist halt mal was anderes. Aber es ist halt schade, dass man das nicht wirklich überdachen kann. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, wie ihr das findet, ob ich das noch hier einbauen soll in diesen Park oder nicht. So, ich habe das Ganze jetzt mal ein bisschen abgesenkt und pinsel das erstmal mit Gras über. Und dann geht natürlich auch nochmal Wüste verloren. Aber diese Ecke ist sowieso immer ziemlich, ja, sinnlos. Habe ich ja in 99% benutze ich diese Ecke eigentlich immer für die Industriegebäude gefühlt. Ja, das Gute ist, wir brauchen kein Ausbrutgehege, weil das haben wir ja da hinten schon untergebracht. Das ist ganz cool. Das heißt, wir müssen uns eigentlich echt nur um das ACU-Zentrum kümmern und um die Ranger-Station. Ich werde jetzt auch, glaube ich, nicht so platzsparend bauen. Ich werde mal so ein bisschen so bauen, wie ich denke. Erstmal random die Sachen platzieren und dann werden wir gleich ganz viel mit dem Wegtool arbeiten. Welche hatten wir denn noch hier? ACU-Zentrum und Ranger-Station. Okay, da haben wir echt noch viel Platz, was das anbelangt. Das hier hinten in die Ecke mache. Ich habe die jetzt auch ein bisschen näher beieinander gesetzt. Und ich werde mir jetzt mal hier überlegen, wie ich das mit den Wegen gestalte. Will hier mal was Cooles, eine coole Lösung haben. Ich glaube, ich werde das hier auf jeden Fall getrennt machen und hier mal eine andere Wegfarbe benutzen. Für die Straße dann später, für die Jeeps. Die in so einem bestimmten Abstand bleiben. Und dann so in Richtung Wüste fahren können. Das wäre ganz cool. Hätte ich das anders machen müssen, wenn wir drei breit sind. Oder wie breit sind wir denn hier? Wir sind eine ganz komische Breite, glaube ich.
Müssen wir das mal eben hier so ein bisschen individuell machen. Aber hier werde ich auf jeden Fall einfach drei breit machen. Sollte dann eigentlich passen. Wird ein ganz bisschen schmaler hier vorne, aber das macht ja nichts. So, und man könnte echt überlegen, weil man ist ja hier relativ weit unten, ob man hier nicht so Klippen und so hinmacht noch. Könnten das Ganze sogar noch weiter vorziehen, damit wir mehr Wüste haben. Was ich natürlich vergessen hatte, wir müssen natürlich hier noch eine Einschienbahn unterbringen. Sonst haben wir nämlich gar keine Wegverbindung. Und ich glaube, damit ist dann unser Platz hier auch schon futsch. Dann hat sich das Ganze erledigt. Ja, dann müssen wir jetzt wenigstens nichts mehr raussuchen an Gebäuden, was wir hier hin platzieren wollen. Ich denke mal, ich werde die Einschienbahn irgendwie so hinmachen. Müssen wir mal gucken. Ja, das passt sogar um die Kurve hier. Und jetzt wäre es natürlich echt cool. Also im Prinzip können wir... Ja, wir wollen ja hier auch so ein bisschen Wegbreite eigentlich beibehalten. Aber ich will mich hier auf jeden Fall am Gebäuderand orientieren, so ein bisschen. So, am Rand des Gebäudes so ein bisschen entlang. Dann müssen wir mal schauen. Den fahren wir nochmal so. Da sehen wir jetzt schon mal entlang gebaut. Und dann machen wir, denke ich, einfach... Machen wir das so schräg. Aber so passt das eigentlich, wenn wir jetzt hier die Fläche ausfüllen. Ist das schön in Ordnung. Ich hoffe echt, dass bald nochmal ein Update für Jurassic World Evolution kommt. Mit weiteren Deko-Sachen. Wäre echt schön. Wäre halt sehr schade, wenn nicht, ne? Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall gleich hier versuchen, das Ganze... Gucken, ob wir das hinkriegen. Hier so übergehen zu lassen in die Wüste. Das wird schwieriger als gedacht, glaube ich. Dass dann hier sozusagen die Jeeps hochfahren können. Wenn das nicht zu steil ist. Weil dann soll es schon in die Wüste übergehen. Dann könnten wir nämlich hier vorne auch nochmal so einen Zaun machen. Ganz abgrenzen. Ah, das passt sogar. Perfekt. Cool. Das ist ja schön. Würde rein theoretisch schon reichen, wenn wir es so machen. Ohne Länge jetzt her. Und wir könnten hier natürlich auch noch einen Zaun machen. Warum nicht? Fangen wir mal hier hinten schon an. So, Säule machen wir ungefähr auf die gleiche Höhe wie auf der anderen Seite. Und dann machen wir das genauso hier. So ein bisschen mehr Abstand, das ist ganz gut. So, super. Schon ganz gut aus. Wir könnten den Zaun tatsächlich, hätten wir den sogar hier hinten noch machen können. Ich glaube, das mache ich. Sieht ich cooler aus. Und es ist echt schade, dass wir so wenig Besucherbereiche in diesem Park haben. Aber es ist halt schwierig, ne? Je mehr Gebäude so wir machen, desto mehr Grasränder haben wir halt. Ich versuche halt, Grasränder fast komplett zu vermeiden. Das ist zumindest so der Plan. So, jetzt müssen wir hier natürlich noch ganz viel mit Landschaftsgestaltung und so arbeiten. Ich denke mal, ich werde hier vorne auf jeden Fall ein bisschen Klippen das Ganze erstmal bepinseln. Ich würde echt gerne so einen coolen Übergang zum Sand da später haben. Das wäre nice. Wir machen hier auf jeden Fall mal ein paar Klippen und Felsen hin. So, okay. Das ist ja schon mal ganz gut. Wir jetzt hier noch ein paar Bäume hinmachen. Sieht gar nicht so verkehrt aus. Sieht schon nicht schlecht aus, ne? Fahren wir eben hier mit dem Jeep. Erstmal suchen wir einen schönen Skin aus. Was nehmen wir denn da überhaupt? Da bin ich ja mal großer Fan von dem 1993er. Aber für die Wüste könnten wir tatsächlich mal Team Orange nehmen. Finde ich eigentlich ganz passend.
So. Ah ne, wir machen hier einmal Treffsicherheit noch rein. Tatsächlich sind diese Tools auch eine optische Änderung. Weil ihr seht ja, wie diese Module hier eingesetzt werden. Das könnt ihr jetzt hier gleich einmal sehen. Hier machen wir das Ganze nämlich auch. Team Orange, passend zu unserer Wüste. Und jetzt achtet mal hier. 1, 2, 3, 4, 5 Plätze sind hier. Und da kann man dann auch verschiedene Module einsetzen. Da ist auch tatsächlich die Reihenfolge optisch entscheidend. Weil die Module halt anders aussehen. Das hier ist zum Beispiel Treffsicherheit, das ist Planung. Nachladetempo sieht so aus. Also so minimale Unterschiede sind da schon vorhanden. Aber ich meine, da achtet wahrscheinlich niemand so richtig drauf. So, wir stellen auf jeden Fall noch mehr Teams ein. Und dann fahren wir mal eine Runde in die Wüste. Guck mal, wie das Ganze hier aussieht. Also fährt hier unten los. Kommt dann hier nach oben. Und kann dann in die Wüste fahren. Finde ich gar nicht so schlecht. Und dann ist man hier schon bei der Oase. Die orangenen Jeeps passen auch gut, meiner Meinung nach. Vor allem haben wir dann auch einen passenden Skin für den Helikopter. Na, Dinos. So, was ich jetzt hier, glaube ich, noch ändere, ist, dass ich hier hinten einmal eine Umzäunung noch, glaube ich, mache mit so einem Betonzaun. Werde ich, glaube ich, nochmal eben hier einmal durchziehen. Hinter den Gebäuden. So. Müssen wir das nicht... Oh, Leute, wir haben ein Problem. Wir müssen das sowieso... Eieiei, das habe ich gar nicht bedacht. Wir müssen ja sowieso einen Zaun ziehen. Weil die Dinos sonst hier reingehen können. Das ist ja ein Wildlife-Gehege sozusagen. Hm. So, ich habe das jetzt hoffentlich einigermaßen gleichmäßig hinbekommen. War gar nicht so einfach mit den Einrastpunkten. Ist ein bisschen gedauert. Aber wir müssen jetzt hier nochmal ein bisschen überglätten, glaube ich. Ein bisschen anheben, ein bisschen überglätten, damit das Ganze nicht so doof aussieht. Aber das lässt sich doch schon sehen. Nicht schlecht. Jetzt müssen wir gucken, dass wir mit dem Weg möglichst nah an das Tor rankommen. Das ist auch immer sehr problematisch. Sehr, sehr schade, dass man mit Wegen nicht direkt ein Tor bauen kann. Nicht so ziemlich doof. Okay, das passt. Na, hier bin ich ein bisschen weit weggegangen, leider. Muss ich noch ein bisschen näher an den Zaun ran. Wollte auch nicht zu nah, weil ich ja ein bisschen Abstand sogar gelassen habe. So, das sieht relativ gleichmäßig aus. Sehr gut. So, das heißt, wir ziehen jetzt hier hinten den Zaun auch nochmal irgendwie rum. Wir müssen jetzt um die komplette Einschiebenbahn eigentlich. Damit hier kein Dinosaurier mehr reinkommen kann. Ich würde gerne so. Vielleicht kriegen wir mal so einen gescheiten Bogen rum. Das ist ja gar nicht schlecht. Jetzt die Frage. Gehen wir jetzt... Ja, ich glaube, wir gehen jetzt erstmal an die Einschienenbahn ran hier. Also schräg können wir leider nicht da durchbauen. So würde sogar gehen. Okay. Wir könnten jetzt auch überlegen... Aber wir zäunen das am besten komplett ein, ne? Wahrscheinlich am sinnvollsten. Wir können ja auch einfach überlegen, hier an den Rand zu gehen. Aber ganz einzäunen ist jetzt auch nicht mehr so der Akt. Und dann können wir am besten von dieser Seite aus hier den Bogen ziehen. So. Und dann haben wir das Ganze eingezäunt. War es jetzt nicht ideal, aber erfüllt jetzt seinen Zweck. Und jetzt können wir hier ein bisschen gestalten. Ich würde eigentlich auch gerne noch hier so ein bisschen mit Sand arbeiten, muss ich sagen. Dass das Ganze so ein bisschen sandiger noch aussieht. Dann haben wir halt den blöden Grasrand, aber schon cool, ne, wenn das hier so ein bisschen Sandoptik hätte. Also hier vorne auf dem Felsen auf jeden Fall. Hier drin weiß ich nicht, ob mir das gefällt. Hier lasse ich es erstmal so. Aber so finde ich es gar nicht so verkehrt. Hinter kriege ich auch noch ein paar, hoffentlich. So, und hier könnten wir sogar noch... Wollen wir hier noch irgendwie was anderes hinbauen? Ich weiß es nicht. Ich könnte halt überlegen, eventuell die hier noch unterzubringen. Das könnten wir halt wirklich machen. Passt eigentlich perfekt.
Machen wir mal so. Ja, warum nicht? Und wir werden auf jeden Fall hier noch ein paar Bäume so hinmachen. Dann noch mal mit so ein paar Griesern zu arbeiten. Pinsel einfach alles über mit diesen Gräsern. Passt schon. Vielleicht könnten wir auch noch mal hier so einen Felsen hinmachen. So. Das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Da noch ein Felsen hin. Sieht das doch gar nicht so verkehrt aus, der Übergang. Hier ist noch ein bisschen viel Freiraum, aber ich glaube, das gehört gar nicht zum Park, ne? Ne, das können wir auch nicht ändern. Aber das macht an sich auch nichts. Dann haben wir da in der Ecke so einen kleinen Industriebereich. Bin ich schon ganz zufrieden mit. Ganz cool. Fahren wir nochmal raus. Fahrzeug lenken. Dann fährt man nicht los. Und jetzt geht's logischerweise durch ein Tor. Und dann kommt man hier in die Wüste. Erstmal gegen die Plodokus fahren. Geht leider nicht. Okay, sehr gut. Sehr gut, Leute. Haben wir erstmal den Bereich fertig. Bin ich zufrieden mit. Sieht gut aus. Ja, vielleicht mal die ein oder andere Klippe hier am Rand noch machen oder so. Das könnte man mal ausprobieren. Das machen wir mal eben. Ich frage mich ja, wie das aussieht. Wenn man hier zum Beispiel mal einfach so ein bisschen anhebt am Rand. Dann sozusagen... Frage ich mich echt, wie das von der Ferne aussieht. Hier am Rand bietet sich das ja eigentlich relativ gut an, dass man einfach mal hier so random so ein Stück Klippe hinmacht. Da können dann gerne noch Bäume rauf. So. Und dann machen wir auch hier nochmal einen oder anderen Felsen, würde ich hier schon gerne noch hinmachen. Muss aber auch nicht zu viel sein, das passt schon. Oben drauf geht halt fast gar nichts, ne? Das könnte man halt schon ein paar Mal so am Rand machen. Ich glaube, dann wird das schon ganz oder recht cool aussehen. Jetzt könnten wir sogar noch überlegen, ob wir hier noch einen Futterspender hinmachen. Aber es ist doch gar nicht schlecht, oder? Wenn man so am Rand dann mal ab und an so ein Felsenstück hat. Hier nochmal einen Futterspender hin. Wir müssen nämlich auf jeden Fall noch öfter solche Bereiche irgendwo unterbringen. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr grün an der einen Stelle, aber das geht halt nicht anders. Machen wir hier mal so. Okay, perfekt. Vielleicht können wir hier noch eine Palme hinmachen. So, sehr gut. Das ist doch schon mal schön. Das könnte man echt halt öfter so am Rand machen, um da nochmal Futterspender unterzubringen. So. Genau. Ja, diese grünen Flecke, die bleiben dann halt leider nicht aus. Ich würde es am liebsten direkt auf Sand setzen, aber das geht ja nicht. So, ich will ja auch nicht zu felsenmäßig werden von der Optik. Ja gut. Hier am Rand nochmal. Kriegt man das hin? Oh, das geht klar. Machen wir hier auch nochmal eine Palme hin. Die mache ich hier auf diese Seite. Dann hat man hier auch einen wunderschönen Futterspender noch. Haben wir zumindest schon mal zwei Futterspender zusätzlich eingefügt. Ist ja nicht verkehrt, ne? Puh. Okay,
kann ich das noch ein bisschen... Das kann ich tatsächlich noch ein bisschen retten. Das ist ganz gut. So, versuche ich mal hier... so einen Mini-Wasserbereich unterzubringen. So. Ich glaube, da mache ich auch noch mal ein Steinchen rein. Ja, da geht natürlich dann die... Was aber nicht schlimm, dass die Säule verloren geht. Das ist gar nicht schlimm. Einfach nur, dass der da hinten so ist. Vielleicht kann ich ja auch noch hier nochmal die Palme vorsetzen, weil hier passt das ja beim Wasser. Oh, jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Das war nicht Sinn der Sache. Und zu guter Letzt lassen wir für die heutige Folge noch neue Dinosaurier frei. Und da werden wir heute viermal den Euoplocephalus freilassen mit dem Wüstenmuster viermal. Also genau, viermal das Wüstenmuster. Bin ich sehr gespannt, wie das aussieht. Lassen wir mal frei. Ist ja ein sehr cooler Dinosaurier. Vom ganz neuen DLC. Oh, wie süß. Der hat sehr coole Skins tatsächlich, aber der... Den finde ich jetzt nicht so spannend, den Skin. Aber er passt natürlich hier perfekt in die Wüste, ne? Muss man einfach sagen. Kleine süße Kugel. Euoplocephalus. Nicht schlecht. Lass noch einen weiteren frei. Noch eine sehr süße Animation, wenn er da rauskommt. Niedlich. Einen ganz süßen Schnabel da vorne, ne? Toller Dino. Gefällt mir. So, ich lasse jetzt noch die anderen beiden frei. Und Leute, falls ihr tolle Namensvorschläge habt oder selbst verewigt werden wollt hier in meinem Desert Park, dann schreibt gerne schöne Namensvorschläge hier für die neuen Bewohner unseres Parks hier in die Kommentare. Würde ich mich sehr drüber freuen. Mit etwas Glück, ne? Seid ihr dann hier in dem Park verewigt. Das wäre ja auf jeden Fall nicht schlecht. Und falls ihr Ideen und Anregungen habt, was ich noch so verändern kann, was ich einbauen kann in den Park und so. Schreibt es auf jeden Fall auch unten in die Kommentare. Wir werden beim nächsten Mal wieder weitermachen. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.